Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter bei unserem Schamanendeck. Wie ihr seht, auf der linken Seite ist jetzt direkt unser Deck angezeigt, auch wenn die Anzeige noch nicht ganz perfekt ist. Also natürlich haben wir zweimal Erdschock drin. Auch hier unseren Staubteufel haben wir zweimal drin, um mit Glück halt eben auch einen schnellen Tod des Gegners halt eben herbeiführen zu können. Thrall gegen und wir bekommen Anduin. Einen Priester. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Bringt uns am Anfang nichts. Gegen Priester ist ein Artschock nett, weil er halt doch am Anfang einige Karten ausspielt. Aber nicht der schwarze Ripper. Der ist nicht gut. So. Und es wird noch das schlimmer. War's. Grüße. Grüße. Und im Namen des Lichts. Wir können im Prinzip nur einen Patienten noch nicht bezahlen. Also, wir haben ja hier auch noch den wir jederzeit ausspielen können. Und solange sie nur einen Schaden macht, macht es mir gar nichts. Solange wir sie nicht perfekt. Jetzt kommt ein Blitzschlag. Das. Wir spielen unseren Amtegolem. Ist noch nicht ganz optimal. Schauen mal, was wir. Okay, damit können wir sie natürlich buffen. Aber das würde ja dann auch noch eine Runde dauern. Jetzt ist er natürlich fällig. Das heißt, wir entfernen und spielen unseren Amtegolem. Gut gespielt. Ich danke euch. Bitte, gern geschehen. Unser Amtegolem kommt weg. Auf dem Deck haben. Soll uns recht sein, wir haben Runde 5, das heißt, es ist Zeit für unseren Moorkrabbler. Ja, das ist das Beste. Wir könnten natürlich auch ihn. Nein, wir bauen mal ein bisschen Schutz auf und ich frage mich, was er da oben sammeln möchte. Es scheint kein Copypriest zu sein. Er hat sich bisher von uns noch nicht viele Karten. Und auf welche Combo er hofft, kann ich jetzt auch nicht direkt sagen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Druck hier aufbauen. Das muss langsam ein bisschen sein. Den sparen wir uns noch. Wir setzen noch einen Totem hin. Was bekommen wir? Hier eins. Und das andere ist, damit hätten wir zwar jetzt den hier auch auf 7 Schaden noch hochhauen können. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was er noch macht. Niemand kommt an mir vorbei. Schwarzritter. Nicht, der bekommt jetzt auch 2. Dann spielen wir jetzt einmal unseren ersten Oshi. Setzen unseren Beutehamster noch rein. Kann ich Bedarf würfeln? Heiltod. Schön. Das war's. Und langsam haben wir komplettes. Allerdings ist natürlich alles hier sehr innerhalb der Heiligen.
nichts. Das Dingo! Ja! Jetzt schauen wir, ob wir eine schöne Karte noch bekommen. Noch ein. Das Dingo! Wir rein. Ja, das war's. Ein Heiltotem wäre natürlich auch nett gewesen. Aber mit den 5 Fünfern kann er natürlich jetzt keine heilige Nova. Jetzt geht er ins Kopieren rein, bekommt wahrscheinlich unseren... Mit ein bisschen Pech bekommt er ihn. Die beiden sind komplett in der Angriffsreichweite. So. Wir bekommen einen Staubteufel. Sind in dem Fall jetzt dann sogar 8 Schaden. 10 Schaden. Oh, stimmt. Plus 2. Wir setzen noch ein extra ein. Nochmal ein Tank. Und geben ihm schöne 5 Schaden ein. So. Das heißt, es liegen 15 Schaden auf dem Board. Hier haben wir nochmal. Auf nach Norden! Oh. Ich kann diese blöde Karte nicht mehr sehen. So. Noch was? Wir spielen unser Feuerelementar. Ein Glück. Zack. Dann spielen wir hier noch einen extra rein. Bekommen dadurch wieder die 10 Schaden. Das war's. Und wir haben einen Matchball. Ist jetzt natürlich gefährlich, weil er kann uns irgendeine Karte abnehmen. Und er bekommt den Blitzschlag. Nicht? Ich hätte jetzt echt gedacht, er bekommt einen Blitzschlag. Wir schauen mal nach, was wir haben. Wir haben 6, 8, 10, 12... Und 3 sind 15, das heißt 20. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. So, spielen wir nochmal. Niemand kommt an mir vorbei. Und dann hat er gut gespielt. Gut gespielt. Zu Ende. Also, mit ein bisschen Druck geht es. Das Spiel. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Empfehlungen noch habt, wie man das Spiel verbessern kann, dann schreibt diese bitte unten in die Kommentare. Ja, und ich freue mich auf die nächste Runde hier. Bis dann!